Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meiner heutigen Tour hier und herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2022, was immer froh auch heißen mag in diesen Zeiten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute hier eine Tour unternehmen kann mit dem E-Bike im Münsterland und ich freue mich, dass ihr mich dabei begleitet. Ich starte hier heute in Rosendahl-Holtwig heißt der Ort hier. Nee, gar nicht wahr. Rosendahl-Osterwiek. Hinter mir die Kirche St. Fabian, St. Sebastian. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, dass ich hier heute starte. Und dazu erzähle ich euch gleich mehr nach dem Intro. Das ist ganz schön windig heute Morgen hier im Münsterland. Ja, 12 Grad, sagt das Thermometer. Also nach meiner letzten Tour bei minus 8 Grad hatte ich ja geendet. 20 Grad mehr, also richtig warm, aber der Wind ist jetzt nicht zwingend angenehmer. Überlege ich gerade noch, was ist mir eigentlich lieber? Also gut abgefrorene Finger sind auch nicht so toll. Ein bisschen weniger Wind wäre auch ganz schön, ja. Und warum habe ich mich hier heute auf den Weg gemacht? Heute gibt es die erste Gewinnzustellung. Ich habe ja am vergangenen Sonntag, und zwar am Weihnachtstag, meinen ersten Livestream probiert. Hat ja nicht so ganz geklappt mit euch Zuschauern, dass ihr mich da finden konntet, weil ich ja dann den Streamzugang verändern musste. Jetzt weiß ich allerdings, woran es gelegen hat. Nächstes Mal wird es also klappen und es wird auch nächstes Mal geben. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr Interesse daran habt. Und das haben jetzt über 1000 Leute schon diesen Livestream-Versuch geklickt. Und von daher wird es auf jeden Fall einen neuen Versuch geben. Ich muss mal eben gucken, dass ich nicht überfahren werde, dass ich hier lebend rüberkomme. So, dann halte ich mal kurz an hier. Beziehungsweise ich drehe mich mal eben aus dem Wind. Dann versteht ihr mich besser. Ja, es wird auf jeden Fall einen zweiten Livestream-Versuch geben, beziehungsweise ein paar mehr. Ich habe da ja Spaß dran gefunden. Das reizt mich ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, bis es funktioniert. Von daher ist mein Spieltrieb da geweckt worden. Das Kindliche in mir, das wird es also wieder geben. Ich bin, wie gesagt, heute auf der ersten Gewinnzustellung zum Rainer. Und der wohnt ja eigentlich bei mir ziemlich nah um der Ecke, nämlich in Lahr im Münsterland. Und alle drei Gewinner wohnen ja ziemlich nah um der Ecke. Das hatte ich mir jetzt fast gesagt anders vorgestellt. Es ist ja so, wie es ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da mal andere Gegenden kennenlerne, wenn ich die Tassen zustelle. Aber so ist auch gut. Guckt euch das hier mal an. Da sage ich doch direkt mal tippitoppi. Richtig schön gepflegte Rastanlage hier für mich als Radfahrer. Da mache ich direkt mal ein kleines Päuschen. Was haben wir denn jetzt hier? Kilometer 8. Macht ja nichts. So, nach dem Aktivpäuschen hier habe ich mir jetzt aber auch wirklich eine kleine Stärkung verdient.
Hier hinter den Büschen seht ihr das Haus Asbeck und hier, ja, der Schandpfahl, habe ich gerade hier auf dem Schild gelesen. Ist aber kein Original, ist eine Nachbildung. Und das, wie ich es hier richtig gelesen habe, ist das eine Nachbildung eines sichtbaren Zeichens der Gerichtsbarkeit der Herrin von Asbeck. Heißt für mich, hier muss zwingend gar nicht sowas gestanden haben. Das hat sich jemand ausgedacht, der Heimatverein hier. Nun ja, man muss ja so ein paar Attraktionen bieten den Touristen hier, ne? So Leuten wie mir, die hier unterwegs sind. Und hier im Münsterland gibt es jetzt ja auch das Knotenpunktsystem, ist ja auch nicht neu. Kann ja eigentlich gar nichts passieren, kann mich nicht verfahren. Jetzt von Asbeck nach Eggerode zum Wallfahrtsort. Und da war ich ja schon mal mit euch, ein paar Monate her. Und am Ortseingang, das weiß ich noch, da steht ja Fahrradfreundliche Gemeinde im Münsterland oder irgendwie sowas. Und damals habe ich ja einen Radweg gefunden, der aber gar nicht durch den ganzen Ort ging. Und ich habe mich dann gefragt, wo ist da die Fahrradfreundlichkeit? Vielleicht finde ich heute ja mal was richtig Fahrradfreundliches oder E-Bike-Freundliches, wie zum Beispiel eine Steckdose. Ich brauche zwar keine, aber manchmal fragt man sich ja, was ist denn dann da? Die besondere Freundlichkeit für den Fahrradfahrer. Mit so ein bisschen Rückenwind hier heute Morgen ist das richtig angenehm. Und da vorne kommt die Sonne. Der Wind hat deutlich nachgelassen, schiebt aber die Wolken schön von mir weg, ne? Wieder alles richtig gemacht hier. Jetzt mir den Tag hier heute, ja, kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Den Tag für eine Neujahrstour. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, ist heute Silvester. Und ich habe die Tour natürlich vorgefilmt. Das kriege ich das ja gar nicht hin, ne? Morgens radeln, direkt einstellen. Nee, so schnell ist der Swobo nicht und Swobos Computer schon gar nicht. Da muss ja alles irgendwo auch dann noch zusammengeklöppelt werden zu Hause. Im Hintergrund oben auf dem Berg der Sendeturm. Steht oben auf dem Schöppinger Berg. Das ist so eine Anhöhe halt hier im Münsterland. Und wie man sieht, guter Standort für Windräder. Da drehen sich ja so einige. Irgendwo muss der Strom ja auch herkommen. Aber ganz ehrlich, liebe Leute, ich sehe Windräder seit Oktober mit ein bisschen anderen Augen. Nachdem hier in der Nähe in Haltern ja eins zusammengebrochen ist, was noch relativ neu war. Und ein paar Tage später hier in der Nähe im Kreis Steinfurt ein Aggregat oben gebrannt hat. Na klar, wenn man mehr von den Dingern aufstellt, dann passiert auch mal irgendwann was. Aber dass eins zusammenbricht, weiß ich, muss man Sicherheitszonen um die Dinger einrichten, ich habe keine Ahnung. Aber das scheint ja nicht ganz ohne zu sein. Ne? Nichts jetzt gegen die Windenergie, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt nicht unbedingt unter so einem Windrad zelten. Na gut, würde ich sowieso nicht, weil die Dinger auch ganz schön laut sind. Ne? Wenn sich mal in der Nähe aufgehalten hat und sonst keine Geräusche zu hören sind, die machen schon ganz schön Lärm. Und hier mitten im Nichts hat, denke ich mal, der Landwirt hier um die Ecke für seine Kinder, für den Schulbus hier, diese Haltestelle eingerichtet. Und richtig schön weihnachtlich dekoriert. Tippitoppi. Ich radel jetzt weiter der Sonne entgegen. Offensichtlich leben hier ganz kreative Leute im Münsterland. Das ist schon die nächste kleine Haltestelle hier. Kann man sich morgens, bevor es zur Schule geht, noch mal betrachten hier im Spiegelkabinett. Tippitoppi. Der Vorteil von so einem schweren E-Bike ist ja auch, wenn es bergab geht, das Licht ganz satt auf der Straße. Also wenn ich hier mit dem Rennrad runterradel, ist das doch deutlich wackeliger. Ärgerlich ist nur, wenn man vor lauter Begeisterung vergisst abzubiegen. Dann geht es halt wieder gegen den Wind bergauf.
Weiter geht's hier. Entlang der Kunstroute. Die nächste Haltestelle ich an diesem wunderschönen Hof hier aus Sandstein. Wird hier heute die Haltestellentour. Herzlich willkommen im Wallfahrtsort Eggerode. Und wo ich jetzt hier so in der Wallfahrtskirche vorbeiradel, fällt mir doch ein, hier müsste doch eine Ladestation sein. Ich war doch schon mal hier und habe mich doch gefreut. Genau hier. Bike-Ladestation. Ich habe jetzt allerdings nichts zum Testen mit, ob da auch Spannung drauf ist, aber im Prinzip eine tolle Sache. Das, wo wir sagen, tippitoppi. Gehen wir doch mal nahtlos über hier vorne. Das ist mal eine Krippe, ne? Moin, ihr Schafe. Und ich bin auch früh dran. Ich habe eine feste Verabredungszeit hier heute Morgen für die Gewinnübergabe. Und ich werde mal gucken, ob die Kirche offen ist. Und dann schauen wir uns mal von innen an. Ja, da muss ich wohl wieder ein bisschen kleinere Brötchen backen. Habe ich gerade noch gelästert vorhin über die Fahrradfreundlichkeit hier Eggerode. Die ist auch da, ne? Also ist ja eine Ladestation da, also auch e-Bike-freundlich. Wenn ihr mal in der Gegend seid, kommt hier unbedingt vorbei. Die Kirche finde ich auch wirklich sehenswert. Jo, und ich radel jetzt hier weiter. Es wird ein bisschen bewölkter. Wahrscheinlich mache ich zu viel Pausen, ne? Ja, ist ja egal. Ich habe heute auch mal meine Regenjacke angezogen hier, dass man mich auch sieht. Nicht so wie bei der Nebelfahrt hier vorletzte Woche. Bei minus 8 Grad und was ich hier 50 Meter Sichtweite. Das war ja nicht so ganz angemessen. Genau, das ist das passende Wort. Angemessen gekleidete Witterungsbedingungen. Und meine kleine Tochter, die Mai, hat auch geschimpft mit mir, von wegen, ich hätte eine Vorbildfunktion. Da hat sie ja auch irgendwo recht, wenn viele Leute das hier gucken. Obwohl, ich glaube, ihr seid ja alle alt genug, aber nichtsdestotrotz. Ich muss das ja nicht auch noch hier vormachen, wie man es nicht machen soll. Ne? Tja. Wie man hier an dem Baum gut sehen kann, es ist ganz schön windig hier heute Morgen im Münsterland. Und da bin ich ja froh, dass ich mit meinem Funkmikrofon, mit dem kleinen Lavalier-Mikrofon, hier unterwegs bin. Ich weiß gar nicht, heißt das Lavalier-Mikrofon? Ist das richtig ausgesprochen? Das ist ja wohl Französisch das Wort und Französisch ist ja nicht so meins. Wer meine Filme hier sieht, der weiß ja, im Französischunterricht wurde ich nur geduldet, mehr auch nicht.
Ja, jedenfalls, die Tonqualität ist, glaube ich, ganz gut, auch mit Gegenwind. Habe ich mal was richtig gemacht. Aber ich habe bei der Tour heute auch was falsch gemacht und das zeige ich euch mal eben. Ich habe mir Handschuhe eingepackt für die Tour heute hier, meine normalen Radfahrhandschuhe. Wenn man längere Strecken fährt, dann hat man ein bisschen bequemeren Griff damit. Allerdings habe ich mir die falschen eingepackt, die von der Maya sind deutlich zu klein. Das ist hier die Größe, weiß ich gar nicht, was Maya hat. Größe 5 oder so. Und ich habe Größe 10. Tja. Der nächste Ort, das ist Horstmar. Da gibt es diese tolle Abfahrt hier runter. Aber die Geschwindigkeitsmessung sagt, alles okay, alles im grünen Bereich. Bahnhofscafé, ja, wir kommen jetzt hier zur Radbahn Münsterland. Alter Bahnhof Horstmar. Und hier am Bahnhof halt das Bahnhofscafé. Und die Schweinerei heißt das, glaube ich. Guck mal, Servicestation für Fahrräder. Schweinemuseum. Und das ist natürlich auch wieder tippitoppi. Heute auch mal wieder nicht nur auf der Radbahn steht, sondern auch über der Radbahn. Und ein Wetterchen ist das. Na gut, ein bisschen windig. Aber wie heißt das noch so schön mit dem E-Bike? Eingebauter Rückenwind. So, auf meiner Fahrraduhr ist es 12 Uhr, also wir haben es 11 Uhr, steht noch auf Sommerzeit, aber ich hatte mich für 11 Uhr verabredet und bin pünktlich für die Deutsche Bahn. Hier vorne in La, was ich immer wieder sehenswert finde, ist ein Blumenfahrrad hier. Ist natürlich, wenn es blüht, noch ein bisschen schöner aus, aber allein die Idee. Guck mal hier, das kenne ich noch gar nicht. Hier wird einem richtig was geboten. Ja, und ich bin mal gespannt jetzt, ob der Rainer sich auch über seinen Gewinn jetzt auch freut. Ich hoffe doch. Ja, liebe Leute, habe ich ja gerade schon gesagt, pünktlich wie die Deutsche Bahn, nur 5 Minuten zu spät, bin ich jetzt hier in Laab am Rainer angekommen, genau. Der die Tasse gewonnen hat. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Genau. Und er hat schon gesagt, wo ist denn das gute Stück? Also muss ich jetzt mal so Tasche kramen hier. Muss mal eben gucken. So, da ist das gute Stück. Okay. Noch original verpackt.
Verpackung nehme ich wieder mit, musst du das nicht entsorgen. Nach Weihnachten haben wir noch genug Verpackungsmüll zu Hause meistens. Also hier die Swobotipi-Doppi-Tasse. Ja, perfekt. Freut mich, dass du dich freust, wenn du dich freust. Ja, ich halte mal dein Rad. Ja, du hältst mein Rad, genau. Ja, und danke schön. Ich habe mich echt riesig gefreut. Ja, bitteschön. Als dann wirklich die erste Ziehung direkt auf mich kam, ja, habe ich mich richtig gefreut. Habe es zwar auch nicht live gesehen, du hast ja keine Live-Zuschauer in dem Fall, aber die wird auf jeden Fall morgens den Kaffee servieren. Dankeschön. Gerne. Dann viel Spaß, wie gesagt, mit der Tasse. Freut mich. Okay. Und freut mich, wenn du weiter meine Filme guckst. Ja, auf jeden Fall. Muss er jetzt ja sagen, hat er keine Chance, das soll er machen. Erste Video war der Ausflug zu Münsters Badewanne. Ach so, ja, vor einem Jahr. Wäre vielleicht mal interessant, da mal wieder hinzufahren, weil ich bin auch nicht mehr in der Gegend. Ja. Und die müssten ja fast fertig sein. Ja, hatte ich eigentlich ursprünglich für heute vorgehabt. Also wenn ich jetzt nicht diese Gewinnzustellung hier bei Rainer gemacht hätte, also wenn jemand aus Friesland zum Beispiel gewonnen hätte, wäre ich jetzt heute zu Münsters Badewanne gefahren, weil ich vor einem Jahr ja auch da war. Ganz genau. Wollte ich nach einem Jahr später gucken. Und dann dachte ich mir, Mensch, den Typen musst du folgen. Ja, super, danke schön. Dann muss ich mal wieder zur Badewanne fahren. Ich freue mich, liebe Leute, denn der Rainer hat sich auch richtig gefreut. Wir haben mich gerade noch richtig nett mit ihm unterhalten. Also grüß dich nochmal ganz herzlich hier, Rainer. Ja, so macht das doch Spaß hier, ne? Videos für euch zu machen. Gewinnzustellung und derjenige freut sich auch noch, dass er was gewonnen hat. Ich muss mal eben gucken, dass ich nicht wieder falsch nicht abbiege. Nein, hier ist richtig. Und das ist ja auch das, was irgendwie der große Gewinn, finde ich, ist jetzt hier mit meinem YouTube-Kanal. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach hier erwähnt. Das ist nicht nur, dass viele das abonnieren oder toll finden. Da freue ich mich natürlich auch drüber, über tolle Kommentare, über Daumen nach oben. Aber der richtige Gewinn aus meiner Sicht ist wirklich, euch kennenzulernen. Und da kenne ich jetzt auch schon so einige, habe schon manche persönlich getroffen. Und da freue ich mich auf die nächsten beiden, die die Tasse bei mir gewonnen haben. Da werde ich in der nächsten Woche hinradeln. Jetzt Anfang Januar. Und ist ja auch interessant, dass wirklich drei hier aus der Gegend gewonnen haben. Also hier war ich jetzt ja gerade in Lahr. Ich blende euch mal eben die Karte ein. Dann geht es noch nach Steinfurt und nach Rheine. Und das Ganze ist nur insgesamt 34 Kilometer Luftlinie auseinander. Das ist doch interessant, ne? Das ist der Zufallsgenerator. Also ich habe da jetzt nichts beeinflusst. Der Zufallsgenerator, das so ausgesucht hat, ne? Ich wäre auch gerne nach Ostfriesland gefahren oder sonst wohin. Aber muss ich wohl wieder demnächst was verlosen, dass ich mal noch was anderes zu sehen bekomme als das Münsterland. So. Ja, in der Radbahn gibt es ja in Höpingen, heißt der kleine Ort hier. Ja, diesen kleinen Hofladen hier. Guck mal, und auch heute. Regionaler geht's nicht. Huhn, Eier. Guck mal, gibt's sogar schon Ostereier. Frisches Rehfleisch. Suppenhühner, Freilandsuppenhühner. Ich habe ja schon mal eine Tour hier in der Gegend gemacht und hatte ich das ja hier entdeckt, dass der Stand hier neu ist. Früher gab es ja nur Eier hier, vor einigen Jahren. Und mit dem Suppenhuhn, das habe ich bis heute noch nicht, da hatte ich ja schon mal überlegt. Ne? Das werde ich noch mal machen, allerdings werde ich das ja nicht filmen. Meine Kochvideos sind, glaube ich, ja nicht so gut angekommen bei euch. Also reines Kochvideo. Nur so Tour- und Kochvideo. Und so ein Suppenhuhn passt ja nicht in meinen Trangia. Der wird das wohl zu Hause im Kochtopf landen. In den letzten Wochen führen mich irgendwie alle meine Touren hier durch Dahfeld. Die eine davon habe ich ja auch gefilmt. Dann, die wir bei minus 8 Grad geendet haben, meine letzte Radtour. Aber die anderen Touren ohne Kamera, die gab es ja teilweise mit Fotos bei Instagram zu sehen, mit meinem neuen Gravelbike und so. Ging auch hier lang. Weil sonntags bin ich jetzt immer unterwegs mit dem Gravelbike und mit meiner jüngeren Tochter, mit der Maya, die fährt ein Rennrad. Und das ist eine von den Strecken, die wir hier gerne fahren, weil es hier halt Radwege gibt und diese Bahntrassenradwege noch ein bisschen hügelig ist. Ist dann ganz schön. Die werden allerdings nicht gefilmt, die Gravelbike-Tour mit Maya. Vielleicht mache ich mal einen Film von der Gravelbike-Tour mit mir
Aber diese Sonntagsdinger halt nicht. Muss ja auch nicht alles filmen. Aber immer wieder sehenswert. Ob im Nebel oder heute hier bewölkt. Alte Bahnhof Dahfeld, Weihnachtsbaum steht auch noch. Jo. So, mein Navi hat mal wieder so kleine Schnippchen geschlagen. Ich habe das jetzt nicht genau gesehen, weil hier vorne läuft ja die Straße neben dem Bahntrassenradweg, dass ich einfach Straße fahren soll, damit ich hier unter der Brücke lang komme, damit ich dann da wieder rauskomme. Habe ich natürlich falsch gemacht, ne? Also muss ich mal gucken, wie ich jetzt unkompliziert da runterkomme. Das ist zu gewagt hier. Ich habe ja kein Mountainbike dabei. Ach, das geht wohl, ne? Waren auch schon Spuren. Scheint nicht der Einzige zu sein, der das Problem hier hat. So. Hier geht's lang. Ist ja auch zu einladen, ne, wenn die Bahntrassenradweg da schon da ist, dass man dann drüber fährt und nicht dann daneben herfährt. Ne? So, gucken wir mal, wo wir lang müssen. E-Bike hin oder her, das ist doch bei so Gegenwind und bergauf doch noch ein bisschen anstrengend. Ne? Ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, jetzt nicht so wie mit dem normalen Rad, aber das geht aber mir auch noch nicht so ganz gut wieder. Mit dem Gravelbike merke ich das dann ja doch noch, wenn ich angeklickst fahre und den linken Fuß hochziehe. Das tut dann auch noch ein bisschen, das zwickt ein bisschen. Ich glaube, gleich habe ich Rückenwind. Habt ihr das gesehen? Weiß ich jetzt nicht. Selbst auf dem Pferd sind die jungen Leute heutzutage hier am Handy, am Rumspielen. Ne? Müssen auf den Verkehr achten. Ich muss den Ball flach halten. Ich fahre hier ganz mit der Kamera in der Hand rum und gucke in die Linse. Gucke auch nicht immer auf die Straße. Und dann im Hintergrund durch die Bäume, da sieht man schon das Schloss Dahfeld. Leute, was sagt ihr dazu? Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich hier vorbei radel. Ist ja Privatbesitz, Privatgrundstück. Darum werde ich jetzt ja auch nicht mit der Drohne fliegen. Da darf man nämlich nicht bei privaten Leuten im Garten. Sonst bei schönem Wetter bietet es jetzt auf jeden Fall an. Ne? Dann die Kamerastabilisierung mal zeigen, was sie kann. Uiuiui. Das ist auch so ein Untergrund zum Fahren hier, wo man am besten zwei Hände am Lenker hat. So. Aber dann kann man ja nicht filmen, ne? Das rutschigste Stück im Wald habe ich jetzt hier überstanden, habe mal kurz angehalten, um mal kurz zu erzählen, wie ich mir das jetzt überlegt habe mit meinen
live gehen hier bei YouTube mit den Live-Übertragungen. Die erste hat ja nicht geklappt mit einem Zuschauer, da war ich selber. Aber im Nachhinein haben es ja dann doch über 1000 Leute geklickt, was mir ja auch ein gewisses Interesse signalisiert. Heißt, was habe ich jetzt vor? Ich mache Folgendes. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal eingestellt, gegründet sozusagen. Der heißt Swobo Live. Der hat momentan einen Abonnenten, nämlich mich. Den Link dazu stelle ich hier unter das Video. Und es gibt ja halt Leute von euch, die interessieren sich vielleicht nur für die Touren, die ich hier filme oder für technische Videos oder wie auch immer. Und die haben nicht so ein Interesse an so einem Live-Kanal. Die brauchen den dann ja auch nicht abonnieren. Und die wirklich Interesse daran haben und dann dazu gucken wollen oder sich auch beteiligen wollen im Chat, die können dann meinen Live-Kanal abonnieren. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass ich erstmal recht regelmäßig, also einmal die Woche, live gehen werde. Und wann genau, das weiß ich noch nicht. Wenn ihr da bestimmte Vorlieben habt, dann meldet euch ruhig. Dann schreibt mir das, wenn ihr sagt, das wäre eigentlich so die beste Zeit. Ich habe mir sonst so überlegt gehabt, so mitten in der Woche das zu machen. Zum Beispiel mittwochs, 18 Uhr oder 19 Uhr. Was passt euch da lieber? Dass wir da erstmal anfangen. Und bei der ersten Übertragung werde ich auch mindestens eine Stunde live bleiben, auch wenn ich auch der Einzige nur bin. Und das müssen ja auch gar nicht viele Leute sein. Ich habe da jetzt keine große Erwartungshaltung, dass das jetzt zig Leute plötzlich klicken und gucken werden. Aber ich habe da schon die Erwartungshaltung, dass ich da in engeren Austausch mit euch komme. Wenn man dann direkt an jemanden eine Frage stellt und ich sie direkt beantworten kann. Oder wenn wir uns zusammen Sachen angucken vielleicht und darüber uns austauschen. Ich werde dem Ganzen jeweils ein Thema geben. Für kommenden Mittwoch habe ich mir schon was überlegt. Das werde ich dann noch kurz vorher einstellen, was das Video oder beziehungsweise die Übertragung dann für ein Thema haben wird. Und dann schauen wir mal einfach, was sich da ergibt. Ich bin jedenfalls ganz gespannt. Wie gesagt, den Link zu dem Kanal stelle ich hier unten ein. Und wer Interesse an Live-Videos hat, kann den Kanal ja auch abonnieren. Kostet ja alles auch nichts. Und dann gucken wir mal, wie dazu wird, ne? mit Swobo Live. Und ich radle jetzt mal weiter. Hier den Weg am Schloss Darfeld zu Ende. Der Himmel zieht sich auch so langsam zu. Aber ich bin noch bis jetzt trocken geblieben. Die Wettervorhersage hat für den frühen Nachmittag hier Regenschauer Münsterland vorhergesagt. Bis jetzt toi toi toi, noch nichts passiert. Guck mal, da hinten ist der Himmel so schön blau. Und das wollte ich eigentlich gerade auch schön kommentieren. Was für ein Glück ich doch heute habe bei der Tour hier, dass das Wetter so schön ist und dass der Himmel da hinten so blau ist. Aber ihr seht es ja selber. Auf den letzten 100 Metern hier. Ehrlich. Ja, das ist alles Rainers Schuld, ne? Weil ich mich so nett mit ihm unterhalten habe. Ist einfach zu nett. Nein, Quatsch. Macht nix. Hat sich wenigstens gelohnt, die Regenjacke anzuziehen hier. Das Froschkostüm. Ja, liebe Leute, bevor es gleich hier richtig anfängt zu malmen und ich noch richtig nass werde, fasse ich die Tour mal heute kurz zusammen. Hat mir also wieder richtig Spaß gemacht, hier die Neujahrstour mit euch zu radeln. Freut mich, dass ihr mich begleitet habt. Hat mich total positiv überrascht jetzt heute. Was heißt überrascht? Aber ich habe mich sehr gefreut, dass der Rainer sich so gefreut hat und dass er so gerne meine Radvideos guckt. Wie er mir dann erzählt hat, vor einem Jahr Abonnent geworden bei der Tour Münsters Badewanne. Werde ich auf jeden Fall wiederholen. Mich interessiert das ja auch, wie die Baustelle da weitergegangen ist. Auch in naher Zukunft werde ich das unternehmen. Ja, mit dem Live-Kanal, das habe ich euch ja gerade schon berichtet. Wenn euch das Video gefallen hat heute, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, abonniert bitte meinen Kanal und den neuen Live-Kanal bei Bedarf dann gerne auch. Link dazu hier unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes, erfolgreiches, gesundes neues Jahr. Auf dass wir mal irgendwann wieder ein bisschen Normalität in unseren Alltag bekommen. Bis dahin, bis demnächst. Euer Swobo. Tschüss.